Linda. Guten Tag, Lottchen. Donnerwetter. Ist das dein neuer? Noch nicht endgültig gekauft. Nur eine Probefahrt. 20.000 hat er runter. Aber immer noch wie neu. Gefällt er dir? Sehr hübsch. Wollt ihr nicht reinkommen? Nö, ich muss erst noch in meinen Gang auf. Vergiss nicht, dass du noch Mathe machen musst. Mathe? Ja, der Junge hat wieder Textaufgaben. Ich kann ihm dabei nicht helfen und Konrad hat keine Zeit. Dann dachten wir... Okay, ich guck sie mir nachher an. Du, Martin, bring den Opa mit zum Kaffee trinken und Dieter. So in einer halben Stunde. Tag, Dieter. Tag, Martin. Wie geht's? Prima. Hast du denn wieder berichtet? Aha. Uhrmacher bist du auch? Nee. Ich bin nur fürs Gehäuse zuständig. Die Innereien sind da drüben. Die kommen zum Uhrmacher Schanz und nächste Woche, wenn alles fertig ist, dann bauen wir es gemeinsam zusammen. Toll, was da alles drauf ist. Aha. Hast du sowas schon mal gesehen? Das sind die Stunden und das die Minuten und das hier oben sind die Mondphasen. Was sind Mondphasen? Da kennst du doch. Halbmond, Vollmond. Abnehmend oder zunehmend. Was macht ihr als nächstes? Keine Ahnung. Weißt du, dein Opa hat die Ruhe weg in letzter Zeit. Arbeitet lieber im Garten. Ich geh mal hinziehen. Tschüss, Dieter. Tschüss. Tag, Opa. Soll ich dir helfen? Naschen? Nein. Wir müssen noch ein paar Tage hängen bleiben. Aber du kannst mir da so ein Staniolband draufreichen. Das verstehe ich nicht, Opa. Ja, was denn? Im Winter hast du die Vögel wie verrückt gefüttert. Und im Sommer gönnst du ihnen rein gar nichts. Ja, im Sommer sollen die gefälligst Raupen und Insekten fressen und Regenwürmer, du Schlauberger, aber nicht meine Kirschen. So, gib mir noch so ein Band. Die wollen halt auch mal eine Abwechslung. Wie Menschen, Hunde und Katzen. Gestern hat die Katze von unserem Hauswart eine alte Taube erwischt. Die hat noch eine Weile geschrien. Da hat sich die Frau Zingler, unsere Nachbarin vom Nachbarhaus, schrecklich aufgeregt. Alle Katzen sollte man nur töten. Diese armen Vögel sollte man vor diesen Raubtieren schützen. Und weißt du, was da der Hauswart gesagt hat? Bin ich aber gespannt. Sie soll froh sein, dass Regenwürmer nicht schreien können, hat er gesagt. Hat er nicht ganz Unrecht? Wenn so eine Amsel oder ein Drossel auf so einem armen Wurm herumhaken, das ist ja auch kein Vergnügen, hat er gesagt, für den Wurm. Und was hat die Frau Zingler darauf gesagt? Bin ich Personalchef oder Sie? Ich, aber Sie haben ausdrücklich angeordnet. Bitte nicht solche Lappalien. Frau Sonneberg ist seit 12 Jahren bei uns, da dachte ich... Wenn diese Dame glaubt, sich woanders verbessern zu können, bitte sehr. Reisende soll man nicht aufhalten. Mehr wollte ich von Ihnen nicht wissen. Nächster Punkt, die Skandinavien-Pleite. Herr Fabian, bis der letzte Stand. Ja. Es kann so ein Volkert schreiben mir mit Datum vom letzten Montag, dass die Container spätestens am 20. dieses Monats im Stockholm... Verschonen Sie mich doch bitte mit den Einzelheiten. Nach Auskunft der Hamburger Reederei wird die Santa Ursula spätestens am... Sie sollen mir keine Kursbücher vorlesen. Ich will wissen, wann die Möbel bei mir unter Dach und Fach sind. Wir haben inseriert. Wir haben unsere Kundschaft wild gemacht auf die skandinavischen Wochen. Und einer unserer wichtigsten Schweden lässt uns einfach hängen. Wozu habe ich einen Einkaufsdirektor? Ich kann nicht mehr tun, als täglich in Stockholm anrufen und auf die Konventionalstrafe hinweisen. Außerdem habe ich zweimal schriftlich... Herr Eichholz, wann fliegen Sie wieder nach London? Zur nächsten Auktion. Nächste Woche Dienstag. Dann könnten Sie doch auf dem Rückweg über Stockholm fliegen und den Brüdern ein bisschen Dampf unterm Hintern machen. Gewiss, aber ich möchte keineswegs in Herrn Fabians Kompetenz... Aber was heißt denn das? Ziehen wir nicht alle am gleichen Strang? Na also. Die Frau von Horster ist sehr musikalisch. Sie wollte mal Pianistin werden. Schon lange her. Wie alt ist sie denn? Tja, Konrad meint, sie ist bedeutend älter als ihr Mann. Aber dafür hat sie Geld von ihrem Vater. Ja, ja, das gibt's. Ja, und morgen ist der große Tag. Was denn? Der Konrad hat die beiden zu uns zu Abendessen eingeladen. Horster hat zugesagt. Du, dann hat er aber einen großen Stein im Brett. Was soll's denn geben? Ja, dafür brauche ich deinen Rat, Lottchen. Ich habe mich gedacht, erst Scampi-Cocktail und dann vielleicht Cordon Bleu. Aber Konrad ist dagegen. Er sagt, sein Chef mag einfache, deftige Sachen. Aber ich kann keinen grünen Heringe. Nein, du, das machen wir ganz anders. Scampi-Cocktail lassen wir weg, das macht jeder. Stattdessen fangen wir an mit Matjes Filet à la Charlotte. Nächster Punkt, der Wagenpark. Was ist denn mit dem Zehntoner los, Herr Burke? Sollte morgen Mittag aus der Werkstatt kommen. Ist aber heute schon fertig. Rollt morgen früh wieder nach Bielefeld.
Na, endlich mal eine Erfolgsmeldung. Ein guter Abschluss. Danke, meine Herren. Na, Sigrid, was gibt's denn? Sie sagten, die Briefe müssen heute noch raus. Außerdem hat Hessen halt angerufen, schon zweimal. Ich hab gesagt, wir rufen zurück. Ja, das werden wir auch. Aber erst morgen. Die sollen nicht denken, dass ich scharf auf den Auftrag bin. Was ich natürlich bin. Herr Wagner, kommen Sie mal. Na, was ist? Verkaufen Sie die Schaukel oder brauchen Sie Hilfe? Das klappt. Außerdem verkaufe ich noch eine komplette Hauseinrichtung. Mindestens 20.000. Prima. Ich sehe schon, die machen ihren Weg. Herr Eichholz, entschuldigen Sie bitte. Herr Eichholz, kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Sicher? Was gibt's denn? Ich glaube nicht, dass ich diese Behandlung noch länger ertrage. Sie nehmen das alles viel zu schwer. Horster meint es nicht so. Ich kenne ihn länger und besser. Er will mich fertig machen, weil er mich hasst. Warum sollte er Sie hassen, Herr Fabian? Sie bilden sich das nur ein. Keine Einbildung. Er nimmt es mir übel, dass sein Schwiegervater 20 Jahre lang wie ein Freund zu mir war. Und dann hat Horster hier eingeheiratet. Aber seine Frau hat noch immer die Geldschrankschlüssel. Ja, und weil ich das alles weiß, darum hasst er mich, darum hackt er auf mir herum. Ich soll kündigen, aber ich kann das nicht. Ich muss ausharren, mindestens bis 63, bis zur flexiblen Art des Geldes. Also, ich glaube, Sie sehen das alles viel zu schwarz, Herr Fabian. Wenn Sie nächste Woche von London über Stockholm fliegen, meine Arbeit sozusagen, Schritt für Schritt macht er mich fertig. Sie benutzte dazu als Werkzeug. Wenn meine Frau noch nicht so. Was ist mit Ihrer Frau? Sie stirbt. Seit einem Jahr. Ach. Entschuldigen Sie. Herr Eichholz, bitte die Zentrale anrufen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie. Ja! Ach, Herr Eichholz. Ich habe noch mal die Stockholm-Korrespondenz gelesen. Ganz schlappe Mahnungen, Antworten wie Kaugummi. Es ist höchste Zeit, dass einer von uns mal dazwischen funkt. Sigrid wird Ihren Rückflug umbuchen. Darf ich Sie um etwas bitten, Herr Horster? Was denn, schon wieder Gehaltserhöhung? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn ich von London direkt wieder nach Hause fliegen dürfte. Nicht über Stockholm. Angst vor Sprachschwierigkeiten. Das ist nicht nötig. Die sprechen alle perfekt Englisch. Das ist es nicht. Mir widerstrebt es, auf Herrn Fabians Feldern zu ernten. Sie sollen nicht ernten, Sie sollen ackern. Und außerdem gibt es hier nur ein einziges großes Feld und das heißt Horster. Und da muss jeder Mann jederzeit überall anpacken, wenn nur der Mann ist. Haben wir uns verstanden? Herr Horster, Sie wissen doch genau, was ich meine. Warum müssen Sie Herrn Fabian... Warum behandeln Sie ihn so? Sie sind ein sentimentaler Hund, wie? Ich bin für Gerechtigkeit. Sie beschützen eine ausgebrannte Null und blockieren damit den Sessel, auf den ich Sie haben will. Sie! Ich will aber nicht Karriere machen auf Kosten eines anderen. Ach nee, was ist das für ein Blödsinn? Karriere macht man immer auf Kosten anderer. Nur auf Kosten anderer. Sogar bei der Heilsarmee. Wer nach oben will, Konrad, der nimmt immer irgendwann jemanden den Platz weg. Anders geht's nun mal nicht. Kapiert? Also, was ist... Fliegen Sie nun nach Stockholm? Darf ich bis Montag um Bedenkzeit bitten? Na schön, wir können ja morgen Abend noch mal drüber reden. Hübsches Thema für eine Party. Übrigens, meine Frau freut sich sehr. Wann dürfen wir kommen? Wir erwarten Sie gegen 8:30. Ist das recht? Ja. Herr Horster? Oh, Entschuldigung. Ja, Sigrid? Sag mal, weißt du, wie spät es ist? Hallo Carla, alles bereit? Ja, die können jeden Moment hier sein. Du bist ja noch nicht mal umgezogen. Doch, ich finde das Blaue ganz richtig für heute Abend. Ach, völlig falsch. Horster soll nicht denken, dass ein Abteilungsleiter ein Heimchen als Frau hat. Heimchen? Was ist das?
Heimchen, mein Gott, das ist... Das erkläre ich dir später. Zieh das lange an, das von Silvester, ja? Da kann ich gleich oben ohne gehen. Oh, bitte, Carla, keine Diskussion jetzt, ja? Sei lieb und mach. Horst, das Frau ist bestimmt auch groß in Schale. Bitte mach zu. Danke. Oh, das werden die sein. Mach schnell. Ach, wir haben Zeit. Dann ist es Martin. Hat's wieder mal seinen Schlüssel vergessen. Na, ach, sind Sie schon da? Ja, sind wir etwa zu früh? Meine Frau hat so gedrängelt. Nein, nein, bitte kommen Sie rein. So, also, das ist Isabel, mein bestes Stück. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Und das ist Herr Eichholz. Ah, Sie sind also der Wunderknabe, von dem mein Mann so schwärmt. Die herrliche Blumen. Es tut mir leid, wir sind noch gar nicht ganz fertig. Ich bin eben erst aus dem Büro gekommen. Das höre ich gern. Ja, ich fürchte, Schatz, wir sind falsch angezogen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass... Aber ich bitte Sie, gnädige Frau, Ihr Kleid ist hinreißend. Sie meinen mein Kostüm? Möchten Sie einen Cocktail oder lieber einen trockenen Sherry? Also ich nehme Korn zum Aufheizen. Ich hätte gern Cognac. Bitte, es steht alles bereit. Danke. Hübsch haben Sie es hier, wirklich. Ich sage immer zu meinem Mann, für so eine Terrassenwohnung würde ich glatt aufs Haus verzichten. Was? Ja. Allein, was der Garten für Scherereien macht. Bitte. Danke. Und dann die Personalsorgen. Jetzt habe ich als Gärtner einen Türken. Der spricht kein Wort Deutsch. Ich hol den Schnaps. Ja, fein. Mecker doch nicht, Liebling. Ohne deinen Pool und deine Sauna wärst du doch nur ein halber Mensch. Bravo. Danke. Und was trinken Sie? Ich trinke Traubensaft. Mein Mann ist Antialkoholiker und ich auch Sympathie mache mit. Heiliger Bimbam, da muss ich ja gleich noch einen nehmen. Prost, Liebling. Oh, Entschuldigung. Auf das Wohl der Hausfrau. Was haben Sie eigentlich für einen reizenden Akzent, Frau Eichholz? Ich bin aus Prag. Ich habe mich mit Herrn Konrad in Bulgarien kennengelernt, in Urlaub. Aus Prag? Na, dann weiß ich auch, was es heute Abend zu essen gibt. Prager Schinken und Marillenknödel. Menge, bitte. Na dann Prost. Papa hat meinen Schlüssel vergessen. Wo kommst du denn erst jetzt? Hat noch bei Tante Lotte Abendbrot gegessen, damit ich irgendwie nicht störe, hat sie gesagt. Unsinn, du störst nie. Aber es ist höchste Zeit für dich ins Bett zu gehen. Zeig mal deine Finger. Eieieiei, wasch sie dir und kenn dir die Haare und dann kommst du gut nachts an. Hast du deine Schulaufgaben gemacht? Ja, Tante Lotte hat mir dabei geholfen. Sehr gut, ich hoffe, du hast dich bedankt dafür. Floßfahrt war ganz große Klasse. Ja, und ganz am Ende der Floßfahrt, da war auch mein Abteilungsleiter am Ende. Ich hatte meinen Jahresbedarf an Bier in 3 Stunden gedeckt. Ach, Bier trinken Sie schon? Wieso? Ja, Ihre Frau hat doch eben gesagt, Sie trinken überhaupt keinen Alkohol. Kriege ich noch einen kleinen? Ja, bitte. Guten Abend, ich bin Martin Eichholz, 9 Jahre alt und was später mal werden will, kann ich heute noch nicht genau sagen. Guten Abend, Martin. Kompliment, du antwortest ja, bevor du gefragt wirst. Papa sagt immer, Sie sind von der schnellen Truppe, deshalb wollte ich kurz machen. Aber Martin... Na, wenn du mal so weit bist, bei mir ist immer ein Platz frei für dich. Vielen Dank, Horst. Aber wenn ich mal Schreiner werde, dann ein richtiger. So wie mein Opa. Wieso? Ist dein Vater kein richtiger? Er war mal einer, jetzt verkauft er Fließbandkisten, sagt mein Opa. Na komm. Der Opa nimmt aber kein Blatt vom Mund. So, nun die Dame. Das ist die Stärkste, die kann alles. Wie der Turm, geradeaus gehen, so oder so, vorwärts und rückwärts. Oder auch diagonal, wie der Läufer, so. Und jetzt kommt der Springer. Den mag ich am liebsten.
Der geht so. Ein fällt geradeaus, ein schräg. Oder schräg, geradeaus. Und er darf als einziger eine fremde oder eine eigene Figur überspringen. So. Alles kapiert? Alles klar, Chef, ja? Also fangen wir an. Eine Probepartie. Halt, die Bauern sind noch nicht alle am Platz. Fabelhaft war das. Genau nach meinem Gusto. Konrad, um diese Köchin beneidigt ihn. Er hat recht. Das Essen war wirklich ausgezeichnet. Aber dass er es so betont, damit will er mir eine besondere Freude machen. Na Bella, du spinnst doch. Hast du denn schon jemals was gekocht außer Kaffeewasser? Also hör mal, ich bin auch keine perfekte Köchin. Die Rezepte sind von Konrads Tante. Konrads Tante oder Charlies Tante? Bella, über deine Witze lacht hier keiner. Jedenfalls das Matschesfilet war ein Gedicht, mein Kompliment. Und wer ist bitte Charlies Tante? Moment, darf ich nachfüllen? Charlies Tante. Oh, Verzeihung. Ich hole das heißes Wasser. Ich helfe in Tagen. Das ist mir sehr peinlich. Das macht doch nichts. Gut, dass es kein Rotwein war. Ich bade gerne in Sekt, das prickelt so schön. Wie? Es prickelt. Mhm. Bam, bam, bam. Bitte spiel doch die letzten Takte noch einmal. Hm? Wissen Sie, ich stehe einfach auf Chopin. Das ist ja unerhört, dieser Lärm. Ich kann überhaupt nicht schlafen. Was wollen Sie denn? Sie können dann lesen Sie mal die Hausordnung. Ich bin bestimmt nicht gegen Musik. Aber wenn Ihr Junge schon üben muss, dann soll er gefälligst am Tage das machen. Ja, ja, es ist ja schon gut, Herr Klein. Es war ein Nachbar. Er wollte sich eine elektrische Sicherung ausborgen. Sie sind sehr liebenswürdig, Konrad. Aber wir haben schon gehört, was der Nachbar wollte. Auf dein charmantes Gelächter. Ja. Salute. Diese Nachbar versteht nichts von Musik. Ihr Spiel hat uns sehr gefallen. Ich möchte Sie herzlich bitten. Stopp, Gänchen, heute nicht mehr. Aber wenn Sie uns demnächst Ihren Gegenbesuch machen, gerne. Wir haben zwar auch einen bösen Nachbarn, aber der ist zum Glück schwerhörig. Sag mal, wollt ihr nicht endlich Schluss machen? Gleich, Charlotte, gleich. Schach. Ihr wollt doch morgen um 7 frühstücken. Hör wieder nicht. Ist unglaublich. Dieses Greenhorn spielt seine dritte Partie und ich kann den König nicht festnageln. Schach. Tja, dann gehe ich hierher. Ein Fuchs. Ein Aas. Ein Naturtalent. Wenn ich dem Franz das erzähle, das glaubt er mir einfach nicht. Schach. Aber wenn ich dich mal frage, Robert, gehen wir die Bücher durch, dann hast du keine Zeit. Also sag mal, was willst du eigentlich? Arbeite ich, sagst du, tu nicht so viel. Bin ich im Garten oder spiele Schach? Ist jetzt auch wieder nicht recht. Dann kommst du mit Rechnungen, mit Steuerkram. Na, wenn dich dein Geschäft nicht mehr interessiert, sag es. Ich sage, was ich für richtig halte. Und jetzt spiele ich Schach, wie du wohl bemerkst. Also bitte. Gute Nacht. Nacht. Ah, mein Schlitten steht da drüben. Vielen Dank für den schönen Abend. Guten Nacht. Ach, Kinder, kommt doch noch mal her. Ich finde, es ist noch viel zu früh, um in die Haie zu klettern. Männlein, wir sind... Wisst ihr was? Wir nehmen noch einen schönen zur Brust in der Alhambra. Nein, keine Widerrede. Ich lade euch alle ein. Ja? Kennt ihr das Alhambra?
Nein. Nein, das macht ja nichts. Bella, du fährst mit Carla. Männlein. Und Konrad fährt mit mir. Jeder Widerspruch ist sinnlos. Wo ist denn Ihr Wagen? Ja, bitte. Ach, der Grüne, süß. Herr Horster, soll ich nicht lieber fahren? Was soll denn das heißen? Man verliert seinen Führerschein schnell heutzutage. Und ich habe nur 2 Glas Sekt getrunken. Das ist ja Ihr Pech. Und denken Sie mal an meinen Wahlspruch. H-I-H. Horster, immer in Höchstform. Herr Horster, ich muss darauf bestehen. Entweder wir tauschen die Plätze oder Sie fahren alleine. Na schön. Mit Ihnen streite ich mich nicht. Sie fahren. Ja, wenn Sie Selbstmord machen wollen, dann springen Sie doch vom hohen Dach. Erschießen Sie sich oder nehmen Sie einen Strick. Hängen Sie sich auf. Aber gefährden Sie bitte keine anderen. Das ist kriminell. Ich hole die Polizei. Mein Kollege hat im Kreislauf zu tun. So, Kreislauf noch. Bitte, wenn er krank ist, dann bringen Sie ihn wieder von der Straße. Ist doch nicht hier zur Behandlung. Tun Sie den Arzt. Aber was hier, kann ich sagen, Dinger. Alles, was recht ist. So, so. Ihr Kollege hat Kreislaufstörungen. Ja, Hauptsache ist nichts passiert. Und er ist weitergefahren. Wenn ich jetzt eine gute Fee wäre, dann würde ich sagen, Konrad, du hast 3 Wünsche frei. Einer würde mir genügen. Ich höre. Ich fliege nächste Woche nach London und Herr Fabian fliegt nach Stockholm. Eichholz, Sie sind ein verkappter Romantiker. Aber meinetwegen, Fabian fliegt nach Stockholm.